Ich würde einem 14-Jährigen heute raten, möglichst schnell Österreich zu verlassen, rauszugehen, internationale Luft zu schnuppern. Ich würde dem 14-Jährigen auch raten, nicht darauf zu warten, bis sie sich bereit fühlt, etwas zu machen, das sie machen will, sondern sobald das Kribbeln da ist, sofort loszulegen, auf Leute zuzugehen und sie um Hilfe zu bitten. Und als drittes war meine Erfahrung immer die, dass man sich an den Leuten orientieren soll, die etwas besser können als man selbst. Das muss jetzt nicht nur im intellektuellen Bereich sein, das kann auch im spirituellen oder im emotionalen sein. Leute, von denen man lernen kann. Gebhard Ottacher und auf meiner Visitenkarte steht COO. Mein Job ist kein Job. Mein Job ist eine Aufgabe. So sehe ich es auch. Wir versuchen hier etwas zu tun für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche. Wir haben wirklich die Möglichkeit, Leben zu verändern, positiv zu verändern. Und das allein lässt mich jeden Tag aufstehen, weil ich das Gefühl habe, ich stelle jetzt endlich meine Talente, meine Erfahrungen in den Dienst einer guten Sache. Wir sind kein For-Profit, wir sind ein Social-Profit-Unternehmen. Das heißt, Einschränkungen gibt es sicher auf der finanziellen Seite. Es ist mehr Arbeit da, als es Arbeitskräfte gibt. Das heißt, man muss gelernt haben oder lernen on the job, sich selbst zu managen, wissen, wann man Nein sagen muss, wissen, wie man die Balance hält. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Habe ein ganz breites Portfolio, angefangen von Personal über Finanzen, IT, alles Rechtliche fällt in meinen Bereich. Und dazu habe ich dann noch Marketing und die Pressearbeit. Mein Job als COO ist also sehr weitreichend und vielfältig. Ein typischer Arbeitstag wäre zum Beispiel, ich treffe am Vormittag den Steuerberater, bespreche etwas Finanzielles, habe ein Mittagessen mit einem potenziellen Kooperationspartner, um zu sehen, wo unsere Organisationen was gemeinsam machen könnten. Am Nachmittag treffe ich mich mit der Marketingagentur oder mit unserer Rechtsberatung, um etwas durchzugehen. Und zwischendurch habe ich Gespräche mit den einzelnen Abteilungen, um es abzustimmen oder Meetings vorzubereiten. Mein Werdegang ist ziemlich bunt. Ich habe mit 19 mich entschieden, Geschichte zu studieren, aus reiner Passion und ohne darüber nachzudenken, was das für meinen beruflichen Werdegang bedeuten könnte. Das war jetzt im Rückblick eine gute Entscheidung für mich. Habe es dann auch studiert, habe dann am Ende meines Studiums festgestellt, dass ich nicht als Historiker arbeiten will, weil mir das zu einsam ist und zu rückwärtsgewandt. Habe dann die letzten 2 Jahre auch an der WU verbracht und Handelswissenschaften mit rein in meine Fächerkombination genommen. Dort war ich dann Präsident von ISEC, einer großen Studentenorganisation in Wien, was mir im Nachhinein gesehen sehr viel gebracht hat. Und danach war ich auf Auslandszivildienst in Nicaragua und habe dort meine Bewerbungen vorbereitet bei den großen internationalen Unternehmensberatungen in Wien. Ich bin dann bei Booz & Company gelandet und habe dort sehr spannende 6 Jahre verbracht, unterbrochen von einem 2-jährigen Masterstudium in den USA, das mir auch durch Booz damals mit ermöglicht worden ist. Und nach meiner Zeit in der Unternehmensberatung, habe ich selbst ein Unternehmen gegründet mit drei Kollegen, die ich, österreichischen Kollegen, die ich in Harvard kennengelernt habe. Und danach war ich dann im Finanzsektor und dieser Job als COO bei Teach for Austria hat mich dann gefunden und begeistert und seitdem bin ich dort. Ich glaube, der Grund, warum ich diesen vielseitigen Job machen kann, ist, dass ich immer sehr neugierig war in alle Richtungen und ich wollte mich nie in eine Spezialistenrolle festlegen lassen. Das ist meine Persönlichkeit. Ich bin einfach vom Setup her Generalist. Ich interessiere mich für viele Bereiche. Ich bin nicht jemand, der sich hinsetzt und jahrelang in einer Nische sich vertieft. Das ist nicht das, was mich antreibt.